So, da sind wir mal. Wir stehen genau. Ja, hier ist die Unterstadt. Wir haben ja jetzt endlich eine Arbeit und zwar bei Constantino. Und. Ach. Ja, ich habe euch ja versprochen, wir nehmen uns mal das Hafenviertel vor. Das heißt, hier kann man schnell viel Kohle machen. Fast Money und so ein Zeug. Boah, mal schauen, was an diesem Gericht dran ist. Erst einmal. Gehen wir jetzt zu dem verrückten Alchemisten da hinten, der übrigens keine Konkurrenz ist für den großen Alchemisten, also meine Wenigkeit und meines Meisters Constantino. Aber er hat uns ja damals, ja, was heißt damals, vor einem Tag oder so. Na warte, du Scheiße, dreckiger Scheiße, Scheiße. Fail, fail, fail. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber. Aber gut. Er hat uns damals, also wie gesagt, vor einem Tag oder so, so man darf halt es war auf jeden Fall in den letzten Parts, hat er uns einen Vergessenszauber gezeigt, mit dem wir dann Valentino vermöbelt haben und boah, er hat alles scheint wieder vergessen. Ignaz, dein Zauber wirkt, das hätte ich niemals von dir erwartet. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja. Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft. Aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Aha, was denn? Na, schauen wir noch mal. Zeig mir deine Ware. Boah! Wahnsinns-Zaubersprüche hat er hier. Verwandlung in Drachensnapper. Sehr cool. Und ein paar Laborwasserflaschen. Na, warte, ich komme auf dich zurück. Das... Wohl, wenn wir den vielleicht niederschlagen... Und dann seine Sachen klauen... Der ist schon stark. Aber wir haben Valentino auch verprügelt. Vielleicht ist es auch möglich. Ich habe den immer getötet, weil der eigentlich ja... Ja, wir schaffen's. Komm. Ja, komm. Nein. Ja. Geil. Ah, super. Können wir ihm bloß so ein paar Lumpdinger abhauen hier. Nehmen können wir jetzt hier alles klauen, ja? Ohne, dass der irgendwie rummeckert so, du scheiß Dieb und so. Toll, eine Säge ergattert und vielleicht ist... Vom Schlösserknacken verstehe ich. Fuck, das müssen wir auch nochmal lernen. Darüber reden wir noch. Mit Sicherheit, darauf kannst du einen lassen. Aber vorerst, was hast hey, du mir zu sagen? Ist ja schon gut. Ja, der verkauft uns nichts mehr. Moment. Der denkt jetzt bestimmt, was treibt der denn da? Steht da vorne so... Und zack. Hiermit möchte ich, dass du alles vergessen hast. Zeig. Na super, was bringt es, wenn wir den totschlagen, niederschlagen? Überhaupt nichts. Eieiei, wieder mal ein sehr schöner Fail gelandet und wir ist unnötig Zeit wieder vergangen. Also Notiz, Ignaz am Leben lassen. Hey. So, noch ein kleiner Test. Ja, okay. Warum können wir nicht alle Spruchrollen von ihm klauen? Das ist irgendwie ein bisschen blöd, aber scheiß drauf. So. Wir haben noch nicht viel vom Hafenviertel gesehen, obwohl ich das eigentlich euch zeigen wollte. Wen haben wir denn hier? Hey, Karl! Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ruhm, schöne Frau. Das Bordell suche ich auch, ne? Hast du es gesehen? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Ha. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Loser halt, ne?
Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Reicht da ein Wolfsmesser auch? Der hat anscheinend einen Hammer, das scheint gut zu wirken, oder er ist einfach ein armer Penner, von dem niemand was will. Ist auch eine Taktik, sich vor Dieben zu schützen. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. So. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 15 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Das ist ja Wucher. Klar, ich hab Laris, der bringt mir das alles für umsonst bei. Das heißt... Jetzt! Hör dich auf! Wenigstens ein paar Erfahrungspunkte von dem armen Karl. Mach ihn fertig! Sorry, dass man da jetzt so wenig sieht, aber ich sehe genauso wenig. Hör dich auf! Der hat gesessen. Ja, eben. So ein Scheiß, ey. Warum musste ich den unbedingt in die Schmiede reinboxen, ey? Kacke! Wieso ist der denn so stark? Hallo? Ein Versuch haben wir noch. Dann mal gleich noch ein bisschen hinter, damit das... Hör nicht auf! Die sind alle schon trainiert. Von wem haben die das Training gelernt? Meine Fresse. Die haben unendlich Lehrpunkte und trainieren. Was das Zeug hält. Mach ihn fertig! Hör nicht auf! Wir müssen dann auf unser Standard-Kombo... Hau drauf! Wütende... Hammerschwingende Schmiede. Mach ihn fertig! Davon abhalten, dass sie in ihre eigene Schmiede laufen, damit wir nicht mehr sehen. Verdammt nochmal. Hör dich auf! Fuck. Hau drauf! Das hätte unser Ende sein können. Mach ihn fertig! Komm, mach geht down, fertig. Mann. Ja. Boah, 300 Erfahrungspunkte. Noch den Arbeiter hier. Der scheint mir ein bisschen stärker zu sein. Der hat eine Bauernkleidung an. Aber wir haben eine Lederrüstung. Ah, er hat sie gefailt. Jetzt geht's. Ja. Nein! Oh, warum haben wir den Vortritt mit Karl nicht gespeichert? Gut, Hammer. Na, ich habe jetzt gedacht, den haben wir nicht gespeichert. Das bringt wenig. Ich habe es eingesehen. Ja, ihr braucht jetzt keine Kommentare schreiben, wie bist du blöd und den greifst du mit dem Bogen an. Ja, ja, ich könnte ihn ja auch eigentlich umbringen, wenn es sein muss. Wir haben ja so ein paar magische Sprüche hier, wie den Eispfeil. Der, wo wenig bringt. Komm. Fuck! Das hätte es sein können. Ach, dann lassen wir den. Der Arbeiter ist mir sowieso sympathischer als der Karl. Hast du mal Glück gehabt. Ich komme später auf dich zurück, wenn ich eine bessere Rüstung habe, ne? Kohle. Ja, brauchen wir noch ein bisschen Geld, dann können wir uns auch eine bessere Waffe kaufen. Da kann sich auch warm anziehen. So. Ich würde nur sagen, wir gehen einfach wieder schnell zurück, weil ich bin jetzt nur diesen Umweg gegangen, um Ignaz die Berichte zu überbringen. So. So würde es aussehen, wenn man von der Unterstadt ins Hafenviertel kommt, ne? Wie läuft man? Sei gegrüßt, Bruder Meldor. Du rauchst schönes Kraut. Ist das aus dem Sumpflager? Worum soll ich mich denn? Was willst du?
Ich wollte mich hier mal umsehen. Wenn ich es nicht. Und wo genau willst du hin? Ja. Was machst du denn? Ja. Was will ich eigentlich im Hafenviertel? Das Bordell! Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. So? Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, da habt ihr so ein angeborenes... Ja, wie sagt man dazu? Pech. Pech für euch halt. Boah. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lehmar, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Das ist ja schrecklich. Du machst Werbung für ihn, oder? Arbeitest du für Lehmar? Das war's doch inzwischen. Schlaues Kerlchen. Ja, ich bin Mamas Pivikus. Oh, auf dem Dach habe ich was gesehen. Das war's doch inzwischen jeder. Honey. Nein, Pech. Ich habe jetzt gedacht, dass das Honig wäre. Was machen wir? Gehen wir zu Lehmar, dem... Das ist doch kein Geheimnis mehr. ...Gläubigen da, den... ...Kerl, der jeden zum armen... ...Schlucker macht. Du hast Torben ruiniert. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Nee, der ist mir zu unsympathisch. Das ist mal wieder typisch. Das ist oh, hier verkauft... ...eine Frau ihren Krempel. Die Fenia. Mein Mann sieht das anders. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, ja, würde ich sagen. Genau. Komm ruhig näher. Ich glaube da nicht dran. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Das ist ja schrecklich. Du sagst, du hast, was ich brauche. Das ist auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Wo ist das Puff? Das habe ich schon immer gesagt. Nee. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Oh. Tja. Ich kenne jemanden, Valentino, den solltest du auch mal kennenlernen. Ja, der hat eine Neigung dazu, dass man ihn auf die Nase haut. Wenn ich Bürger. Es mit eigenen Augen gesehen hätte. Ah, der Hafen. Er erzählt alles weiter. Naja, so spektakulär ist das auch nicht. Wo sind denn eigentlich die Schiffe? Ah, wir sollten doch auch mal mit Laris sprechen, ne? Von Vatras aus. Hey, du! Von mir erfährt keiner was. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. So. Sag mir, was du brauchst. Okay. Erstmal ein Ornament für dich hier. Vatras gab mir dieses Ornament.